Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdoms Reborn hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wie ihr wahrscheinlich schon am Titel seht, ist das hier Staffel 3, denn ich kann mein Spielstand nicht mehr laden. Es gab wieder einen Patch. Man könnte auf den Eldrin Bronze zurückgehen und mit den Eldrin Bronze weiterspielen. Das geht, möchte ich aber nicht, denn wir wollen den neuen Content natürlich sehen, den sie ins Spiel gebracht haben. Es gibt neue Früchte auf den Feldern, es gibt neue Luxusgüter. Luxusgüter wurden auch hin und her geschoben und man braucht mehr Luxusgüter, um den Aufbau seiner der Häuser zu haben. Das heißt also, der Sprung der Häuser ist jetzt nicht mehr so, dass man bei zwei Luxusgütern der Stufe 1 auf, glaube ich, Stufe 5 aufspringt oder 4, sondern man muss drei Luxusgüter der Stufe 1 haben. Genauso ist es auch geworden mit drei Luxusgüter der Stufe 2 und eben zufolge zwei der letzten Stufe, damit man auf Stufe 7 kommt. So, gut, also, das ist auf jeden Fall neu. Was nehmen wir denn Schönes, was nehmen wir denn Schönes? Wir nehmen mal, Kanalgeburtstag könnte man nehmen, ne? 10.06.2.0.08? Nee, so nicht. 18. Ich glaube, 2018 habe ich den Kanal, oder habe ich den 2017 gegründet? 17. 20 hat man dreijähriges Bestehen, glaube ich. Ja. Aber 10.06. ist, glaube ich, richtig. Ja, ist auch egal. Nehmen wir auf jeden Fall das mal. Map Size nehmen wir Medium. Sea Level nehmen wir Medium. Nehmen wir auch Medium. Was sie noch nicht gemacht haben, ist deutsche Sprache implementiert. Jetzt habe ich das nicht gelesen. Nehmen wir alles Medium, Medium, Medium. AI Players nehmen wir mal 8. Umso mehr kriegen wir dazu. Wir nehmen Difficult normal. Und ja, generieren mal die Welt. Also ich nehme eine kleinere Welt, dass man näher an den anderen dran ist, damit man sich nicht so riesengroß ausbreiten kann wie vorher, ohne dass man vielleicht eventuell in Konflikten gerät. Und wir wollen mal gucken, wir nehmen auch mehr Gegner, damit wir dort mit unserem Einfluss, den wir vielleicht wieder in Massen produzieren, dann weiterkommen. Oder vielleicht gehen wir diesmal auch unter. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal eine Pause rein. Pause ist. Choose Starting Location. Und ja, das kennen wir ja schon alles. Gut, also. Hier gibt's Luna, Havre, Uppsala, Haystein, Stark. Oh, das ist aber sehr zerklüftet alles. Also wir können sogar wieder doch erstmal auf einer Insel unserer Wahl sozusagen aufschlagen. Können sogar die große Insel hier eigentlich für uns beantragen, weil hier, die sind ja alle so da drauf, aber ich denke mal, was ist denn das jetzt? Das ist eine der neuen Früchte, glaube ich. Das sind Tulpen. Ist ein Luxusgut, Tulpen. Kann man also direkt anpflanzen. Hier haben wir noch ein neues Coffee Farming Raw, also da kriegt man Kaffee, gibt jetzt auch neu. Cannabis kennen wir schon, Grapes kennen wir schon, das kennen wir schon, das kennen wir alles schon. Gibt es noch irgend... Die Metalle waren nicht neu. Ne, das war eigentlich das Neue, ne? Ich glaube, das sind die neuen Rohprodukte, die man sozusagen so auf der Karte erstmal finden muss. Überlege gerade, ne, war eigentlich nichts weiter sonst. Gut, also, dann lassen wir uns hier auf dieser Insel nieder. Die sieht ja sehr durchwachsen aus. Das heißt also, wir können hier eine relativ große Siedlung machen, da vielleicht eine und hier noch eine. Und müssen die dann halt eben versorgen mit einem. Wir haben eine Region für Wein, naja, zwei Regionen für Wein, Cotton haben wir eine Region, das ist jetzt nicht so viel und auch eine relativ kleine, also die müssen wir dann auch voll machen dann mit Cottonfeldern, wenn wir dann wieder dabei sind. Wir haben Dai ein wenig, wir haben Kohle, haben wir Eisen? Eisen haben wir hier nicht, ne? Das ist natürlich ungünstig. So, er hat sich hier schon mal einmal Raw Coffee gesichert. Wenn wir kein Eisen haben, das ist natürlich ungünstig. Wie sieht es denn hier hinten aus? Da haben wir Eisen, da haben wir Kohle. Also da müssen wir, das ist sozusagen, da haben wir auch, ja nee, ich glaube, ich gehe dann eher auf die Insel hier. Können wir hier wieder eine Dings machen, hier mal ein bisschen, ja. Wo fangen wir denn da an am besten? Ich meine, ich fasse hier auf dieser Tulpenfarm anfangen schon, ne? Oder hier auf der Seite anfangen und jetzt dann hier durcharbeiten. Da kommen wir ja sogar hin, ohne dass wir irgendwas, hier müssen wir durchkommen, ne? Hier gibt es Durchgänge. Also hier kommen wir dann auch irgendwann zu dem Eisen und der Kohle hin. Also ein weiter Weg. Oder hier oben anfangen. Da haben wir ein paar Crates gleich, wo wir ein paar Sachen kriegen.
Hier sind ziemlich viele Steine. Dann haben wir ziemlich schnell das Eisen und ziemlich schnell die Kohle. Ja, ich glaube, wir starten hier oben. Da haben wir noch ein bisschen Färbemittel, aber das ist nicht so wichtig. Und hier können wir dann schon ein paar Felder links und rechts machen, auch für Nahrungsmittel. Das wird, glaube ich, mehr wert werden, Nahrungsmittel dadurch. Schön sieht die Karte nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Na gut. Also wir können uns aber auf jeden Fall erstmal gut vergrößern. Wir fangen hier oben, ich glaube, ich fange auf der Seite an und arbeite mich hier so hoch und darüber und das nehmen wir dann alles ein hier. Ja. So, dann nehmen wir das. Select Starting Location. Ja, das konfirmen wir so, dann nehmen wir den Start. Unlock Bridge, sehr gut. Und jetzt können wir die Town Hall schon mal machen. Und da sehen wir schon die Town Hall, die nimmt hier sehr viel Platz ein. So, die setzen wir so nah wie möglich dort an den Berg ran. Und dann nehmen wir hier. Okay, das geht noch. Das kann man noch machen. So, und dann bauen wir uns jetzt erstmal hier kurz eine Straße so lang durch. Und da setzen wir dann erstmal ein bisschen Häuser dran. Wir brauchen ja ein paar Stück. Die Shift-Taste gedrückt halten, können wir ein paar mehr bauen gleichzeitig. Jo, warum gehen auch noch welche ran, auch wenn der Appeal dann nicht mehr ganz so schön ist. Aber so ist es halt. Da müssen sie halt mit leben. So. Ich denke mal, die Batterie an Häuser sollte erstmal eine ganze Weile vorhalten. Und dann, ja, geht's weiter. So. Also, die Häuser könnt ihr mir bauen. Und dann brauchen wir natürlich eine Hunting Lodge. Ein Forester, eine Mushroom Farm. Brauchen wir auf jeden Fall erstmal. Wie viel Gold haben wir denn noch? Oh, sieht schon schlecht aus mit ganz viel Geld. So, wir brauchen unbedingt einen Holzfäller. Ich meine, vorerst können wir natürlich einmal sagen, gather all. Und dann machen wir einmal einen großen Rahmen drum. Und dann lassen sie mir einmal alles abholzen und alles gathern, was hier so gibt. Aber dann müssen wir natürlich dann früher oder später, wohin? Wie zieht's? Echt teuer, ne? Use Starting Card Investment, 30 plus 30 im Global Slot, ne? Das ist nicht so wichtig. Naja, wohl, am Anfang könnte es wichtig werden. Ein Trading Post, So, dann haben wir nämlich die Farm schon und dann können wir nämlich anfangen, hier hinten Farm zu bauen. Too large. Dann mache ich da hinten nämlich so einen Forester, können wir ja bauen. Den bauen wir dann erstmal auf der Seite hin hier. Oder ja, doch, den lassen wir hier auf der Seite arbeiten. Erstmal und eine Hunting Lodge machen wir direkt daneben. So, okay. Produktivitätsbuchen, Iron Smelter, Garbage Seeds. Submit, nehmen wir auch. Would you like to some guidance? No, no. So, dann haben wir nämlich auch Garbage. Dann können wir nämlich auch noch. Dann machen wir noch zwei Felder hier dran. Tee haben wir gelernt. So. Too large. So. Dann wirst, nee, das ist schon richtig. Wirst du, ein Kohlfeld. Du wirst ein Kohlfeld. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Lagerfläche. Dann machen wir hier mal ein Lager lang. Das geht so nicht, ne? Die Road hier zwischen. Katze randaliert gerade im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört es. Oder auch nicht. Besser ist nicht. Endlich. So. So. Wir müssen nochmal eine Buy-Wood-Card irgendwann kriegen, dass wir mal Holz kaufen können. So.
Das wird dann erstmal ein bisschen Lager noch werden für so ein paar Sachen. Und dann müssen wir uns mal gucken, wie wir dann weitergehen. So, dann STRG-T gedrückt. Damit. Achso, wir haben Straßenbau aktiv. Dann sieht man die Bäume ja nicht. STRG-T. So. Und dann lassen wir das mal laufen hier. Und dann lassen wir die Leute mal laufen. So, wir haben jetzt gerade keine Träger. Das ist erstmal nicht weiter schlimm. Die sind jetzt alle auch als Bilder eingetragen am Anfang. Was natürlich auch wieder war, ist, dass die ganzen Einstellungen weg sind. Und ich glaube, wir müssen die Musik noch ein bisschen leiser machen. Sonst, confirm. Also, sonst ist die Musik wesentlich lauter als ich. Und das wollen wir nur auch nicht. So, gut. Wie viele Häuser haben wir hier? 10, 20 Häuser, ne? Ja, 20 Häuser, A4. Ist natürlich schon mal jede Menge, was an Leuten denn dort erleben kann. Aber wie wir sehen, ne, wir brauchen natürlich auch jede Menge Holz. Und wenn sie jetzt alle in der Stadt sind, aber jetzt sind sie alle auf Träger eingestellt. Also jetzt gehen sie erstmal los und holen, besorgen Holz. Es sollte relativ, hoffentlich relativ schnell gehen, die ersten Häuser zu bauen. Ich werde hier mal apriorisieren, kann ich ja noch nicht. Ich glaube, dann musste ich hier, ne, dann kann ich bei Wood Self Food, wie zieht's? Achso, okay. Machen wir das mal. Aber jetzt kann ich nämlich auch Sachen priorisieren und jetzt müsste ich dann mal so ein paar Häuslebausachen hier, dass wir mal eine Reihe Häuser durchbauen, das ein bisschen priorisieren, damit das schneller geht. So, okay. Aber es läuft auch schon mal ganz gut hier, so langsam vor sich hin. Die Lager sind wichtig und natürlich die Nahrungsmittelproduktion ist dann natürlich am Ende auch wichtig. Wobei da natürlich Food Gatherer und Ähnliches wichtig werden. Aber das kriegen wir hier in ein paar Sekunden hoffentlich als neue Gebäude. So, vielleicht habe ich jetzt auch schon wieder zu groß geplant. Kann möglich sein, ich hoffe es nicht. Hat ja eigentlich eins von den Häusern genügend Holz? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Nicht, dass sie mir gleich alle abhauen hier, weil sie keine Häuser kriegen. Das kann durchaus passieren, ich hoffe es nicht. So, was haben wir noch? Quarry ist schon wichtig, habe ich aber das Geld erstmal nicht zu. Noch eine Hunting Lodge, Houses Build und Desert get 5 more. Oh, ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Aber kostet 200, das ist mir zu viel. Buywood. Die nehmen wir mal. Und geben unser halbes Geld für Holz aus. Bringt man nicht viel Holz, aber mein Gott, das ist 30 mal Holz immerhin. Müsste jetzt eigentlich durch das Priorisieren der Baustellen hoffentlich reichen, dass wir dann ein oder zwei Häuser erstmal fertig kriegen. Und naja gut, ein bisschen Holz kriegen wir ja natürlich durch unseren Raumgewinn, was das angeht noch. Mal gucken, was hier jetzt sozusagen priorisiert wird. Also ich brauche auf jeden Fall die Reihe Häuser, damit ich die Leute unterkriege. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, das sind 20 Leute dann. Momentan habe ich in, ja, 19 Bedarf. So Leute. Ich glaube, ich habe mich verkalkuliert. Ich hätte erstmal langsam mit ein, zwei Häusern anfangen sollen. Aber gut, dann sehen wir das auch mal, dass das dann halt eben, also beziehungsweise dann kann man das auch mal nachvollziehen, dass dann vielleicht eventuell ganz am Anfang, wenn man alles mit Mal machen will, das vielleicht nicht ganz so gut läuft. Ich weiß auch nicht, wonach die gehen, wo sie alles hintragen, aber hier sind jetzt auch erst 11 Holz. Also machen die jetzt alle Baustellen gleichmäßig voll? Die sind schon 18 Holz. Finde ich schon mal besser. Schon eher priorisieren. In Feldern arbeitet keiner. Da brauchen sie auch jede Menge Holz. Hier schon irgendeins, wo 20 Holz drin liegen? Nee, ne? 16 Holz. Können wir auch mal. So, jetzt gibt es wieder Karten. Wir haben aber gar kein Geld dafür eigentlich. Pick Range, Fishing Lodge. Fishing Lodge ist gut. Dann nehme ich beide. Ich hoffe, dass ich beide auch ansetzen kann hier oben. So. Fishing Lodge ist immer gut, denn die bringt uns Essen. Und das ist wichtig. Nahrung ist wichtig. Wir haben noch so 84 mal Food. Von daher, okay, sie können hier noch ein bisschen was abreißen, kriegen da noch ein bisschen was. Aber dann muss sie hier auch langsam sicher der hier mal fertig werden. So, jetzt fangen sie aber zumindest schon mal an, hier ein paar Häuser hochzuziehen. Mist.
Bau da mal schnell das Haus fertig. Sehr schön. So, Tech Tree, jetzt können wir den ja auch forschen schon mal. Potatoes sind auch neu, genau. Also Kartoffeln gibt's neu. Mushroom Lock Sterilization. Decreases Mushroom Farm Wood Consumption. Okay, dann nehmen wir das erstmal. So. Nämlich auch wichtig, dass die weniger Holz verbrauchen, alle nachher. Das muss man natürlich auch sagen. Irgendwo will ich schon wieder was bauen. Irgendwo ist was fertig gebaut worden. Ein Lager gewesen? Ah ja, hier ein Lager ist fertig. Naja, gut. Okay, ist nicht ganz so wichtig. So, jetzt sind sie hier am Bauen. Okay. Mit zwei Mann sind sie, wollen sie jetzt hier loslegen. Mit zwei Bauarbeitern. Nahrungsmittel haben wir nur noch 66. Wird natürlich auch langsam Pflicht, wenn wir was kriegen. Neues Land kann ich nicht mehr dazu holen. Ne? Also da sind wir jetzt auch. Gedeih und Verderb sind wir jetzt auf den Erfolg hier angewiesen. So, ein zweites Haus ist schon mal fertig. Schon mal nicht schlecht, haben wir schon mal 8 Einwohner, die wir auf jeden Fall behalten können. So, jemand neue Karten gekriegt. Ein Fruit Gatherer. Ja gut, aber wo soll der Früchte pflücken, ne? Egal. Ich werde ihn trotzdem erstmal hier hinten hinsetzen. Er wird nicht viele Früchte finden. Vielleicht rennt er ja außerhalb der Karte hin, aber bauen werden wir erstmal da ein. Food ist 20, 15. Also das geht jetzt auch gerade bergab. Oh oh, da haben wir uns ganz schön verkalkuliert, glaube ich, mit dem Bau. Gut, jetzt kommen die Häuser erstmal alle. Show Houses Upgrade Unlocks, okay. Wood Industry, das ist auch gut, okay. Nee, möchte ich jetzt erstmal nicht. Nein, möchte ich jetzt auch erstmal nicht. Nein, möchte ich jetzt nicht, möchte ich jetzt nicht. Das sind alles Sachen, die ich später brauche. Wichtig ist, dass ich jetzt an Food komme. Das heißt, dass die Hunting Lodge hier loslegt. Und dass die Fishing Lodge loslegt. Die hat gern Holz. Hier ist Gies. Wir müssen schon mal der Dings da. Der Acker ist schon mal da. Okay, so. Nee, das will ich nicht. Nee, das will ich nicht. Das will ich. So, jetzt haben wir die Einflusspunkte schon mal freigeschalten. Das ist auch schon mal gut. Gut, ich kann das jetzt noch gar nicht einsetzen, weil ich kein Produktionsgebäude habe. Aber wenn hier die Mushroom Farm irgendwann mal fertig ist, dann werde ich das Dings dort einsetzen. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal Leute, die wieder Holz uns besorgen. Und jetzt haben wir die Situation, die wir gar nicht haben wollen. Denn wir haben jetzt keine Nahrung mehr. Ich, da kann ich ja nichts von kaufen. Hilft mir, ist nix. Die Hunting Lodge muss fertig werden. Da könnt ihr ja gerne Häuser bauen, dann hilft mir alles nichts, wenn die Leute mir wegsterben, ne? Hier wird die erste Kohle angepflanzt. Refuse, ja. Also wir haben jetzt so ordentlich Häuser gebaut und haben uns auch die Population einigermaßen, aber Conqueror Opponents kann ich auch schon machen, aber wir haben halt keine Nahrung. Und das ist gerade, ja, gerade das größere Problem. Food Reserve is low, Fuel Reserve is low, also beides ist leer. Wir haben weder was zum Heizen noch was zu essen. Und Leute, das wird jetzt ein schwerer Gang hier, aber er muss gemacht werden. Okay, da hat mir noch $100 gegiftet für gute Relationships, hilft mir jetzt aber auch nicht wirklich weiter. Geld kann ich nicht essen. Und ja. Ich denke, jetzt werden demnächst die ersten wegsterben hier. So, wir haben 15 Leute jetzt zumindest schon mal in die Häuser untergebracht. Sie haben sogar Kinder gekriegt. Das finde ich auch schon mal ganz gut. Und jetzt sieht man hier die ersten, dass die starven, also dass die Hunger haben. Der Garbage wird ja noch nicht fertig hier. Doch, jetzt wird der erste Garbage schon weggetragen. Okay, also der erste Kohle ist fertig. Unlock. Okay, jetzt kann ich Versalen machen.
So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Essen. 7x Fisch ist im Lager hier. Ja, die wird natürlich erstmal selber essen. Also der Food, das den. Oh, die Hunting Lodge ist auch jetzt da. Sehr gut. So, du plantest Fruit Trees. Ja, das ist sehr gut. Dann wachsen nämlich dort, kommt man da auch noch. Ja, wir möchten gerne was traden. Und zwar möchte ich gerne. Nee, ich möchte nichts traden. Dismiss. So, okay. Was haben wir hier Schönes? Pass. Kann ich. Nee, cancel. So. Hier unten haben wir sowieso ein paar Büros jetzt noch. Die ich erstmal gar nicht bauen will, aber. Naja, gut, wir können sie zumindest mal aufstellen. So. Stellen die aber auf Stopp. So. Und so eine Fishing Lodge kann ich jetzt hier noch mal an den Fluss einer dran machen. Ist zwar nicht sehr effizient hier, aber dann ist erstmal da eine. 80% von mir aus. So. Und dann da noch eine Straße wieder hingezerrt. So. Natürlich auch nicht schön, dass jetzt sozusagen die Hauptstraße jetzt durch die Fishing Lodge da begrenzt wird. Wir müssen immer hier später dann, ne, hier wollen wir ja rüber. Mal ein bisschen was kriegen. So, gut. Aber hier ist auf jeden Fall schon mal der erste Kohl gekommen an Nahrung. Also Food ist jetzt erstmal da. Gut, also die erste halbe Katastrophe haben wir schon mal verhindert. Wir haben schon mal ein kleines Dorf gebaut. Das ist die Fruchtbarkeit. Also hier müssen wir dann auch Felder ansetzen und so weiter. Ne? Also überall da, wo wir Felder machen können, müssen wir Felder machen. Denn ich denke mal, es wird in dieser Zeit oder in der Art und Weise, wie jetzt gespielt wird, wesentlich wichtiger sein, Dinge zu produzieren, die wir für Nahrung brauchen und somit mehr Leute auch in der Nahrung beschäftigt sind, ehe wir dann zu Luxusgütern kommen. Da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, dass das Balancing sich in diese Richtung verschoben hat. Also sie haben es auf jeden Fall in die Richtung, so wie es aussieht, verschieben lassen. Ich kaufe mir mal so einen Charcoal Burner. Da will ich mal einen haben hier, der mir da aus Holz ein bisschen was herstellen kann. Hier kann man noch ein bisschen was machen. Und wenn wir genügend Einflusspunkte haben, dann können wir nämlich auch hier Nachbarprovinzen sozusagen noch claimen. Haben wir hier noch eine kleine, da haben wir noch eine kleine. Die kostet gar nicht mal so viel. Hier hätten wir eine Kakao. Und da komme ich auch schon dran. Ja, da komme ich auch dran, aber da müsste ich auch eine Brücke bauen. Und hier ist Eisen drin, die kostet natürlich wieder mehr. Na ja, gut, 273, 414. Hier auf der anderen Seite von der Seite. Na ja, gut. Geht schon mal ganz gut los. So, weil wir werden jetzt nämlich in ein Holzdefizit laufen, gerade in Bezug auf dessen, dass wir aus Holz meine Leute sozusagen noch pflegen müssen. Ich weiß gar nicht, warum es hier so saukalt wird. Eigentlich dürfte es nicht so saukalt werden, aber naja gut, es ist ja nach einer Eiszeit. Also von daher ist Heizen wahrscheinlich das Wichtigste mit. Also es könnte jetzt auch sein, dass die Fuel-Reserven uns natürlich den sozusagen dann ein Problem oder zum Problem wären, aber hier können wir aus 5x Holz 20x Nahrung machen. Wie gesagt, Holz wird ein Kernproblem werden. Kann ich denn irgendeine Provinz schon kaufen, eine kleine hier? Dann nochmal irgendwie, oder haben wir hier Baywood ist gut. Die nehme ich mit, kostet mich schon mal 50, naja gut, okay. Nehme das Claypit noch mit gleich, einen Forester nehme ich noch mit. So, dann nehme ich jetzt erstmal hier noch einen Forester mit auf diese Seite hier. Der kann ja erstmal gebaut werden. Jetzt habe ich gar nicht so viel Geld. Treasury for food each. Are you sure you would spend the half of the city money? Das sind 100, das ist nicht viel Holz, was ich kriege, aber es ist ein bisschen Holz. Das ist 18x Holz. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr Geld abwarten sollen, aber. Gut. So, Hunting Lodge, Pottery, Coal Mine. Oh, erstmal noch nicht. So. Wie gesagt, jetzt fangen sie auch noch an zu frieren. Ich weiß nicht, also das drückt auf jeden Fall die Happiness und die Gesundheit. Das wird auch das nächste sein, was wir dann auch noch brauchen. Wir brauchen einen Herbs irgendwann. Ich glaube, das muss ich erforschen. Ja, wie gesagt, also das. Wir kommen aber einigermaßen rein jetzt so. Also wir müssen diesen Winter jetzt hier überstehen. Die nächsten werden wir wahrscheinlich schon. Storage voll. Alles Storage ist voll. Tatsache. Fast alles Storage ist voll. Womit?
Mit Steinen, mit Werkzeugen, mit Fellen, mit Fleisch. So viel Food haben wir auch nicht eigentlich. Da müssen wir auch, das wird das nächste werden hier. So im Winter werden wir jetzt ganz schön mit dem Food runtergehen. Also da sind wir jetzt bei den Fischer hier. Ist der Einzige, der mir jetzt noch Nahrung quasi kontinuierlich bringt und die Hunting Lodges. So, okay, da geht nichts hin. Not enough Input hat er hier. Ja gut, das ist klar. Vielleicht hätten wir noch ein bisschen mehr Geld. Need more storage space. Eigentlich habe ich doch hier überall. Drei von drei Slots bedient. Der ist nur noch leer hier, Ding. Das nimmt sehe ich hier rein. Na gut, brauchen wir also noch mehr Storage-Plätze. Nein, nee, das will ich auch nicht bauen. Ein bisschen Storage brauchen wir noch. Courage. Das ist auch Holz, ne? Holz, was wir nicht haben. So, ja, jetzt sterben uns die Leute weg, weil sie frieren. Ach du Schande. People are dying left and right. Suddenly come ask us to consider eating crops for survival. You will allow cannibalism. Nein. Kannibalismus will ich nicht. Pass. Ja, da kann ich auch nichts von gebrauchen. Also wir haben noch 13 Erwachsene, 7 Kinder. Ja. Lass uns da mal hingehen, vielleicht können sie sich da noch ein bisschen Holz holen, aber... Oh je, also der Start ging schon mal so ein bisschen in die Hose. Nahrungsmittel kommen jetzt hier demnächst. Ich weiß nicht, ob sie Korn... Och, das hauen sie sich auch rein, ne? Weizen so, oder muss ich da eine Mühle für haben? Wenn ja, ich habe noch keine Mühle, dann könnte ich die aber noch auf Gabel umstellen. Das ist nicht mehr das schlimm. Wie gesagt, die Money Race ganz langsam. Happiness ist auch nicht unbedingt gut. Ja, 12-mal Freezing Deaths. Also wir haben jede Menge Menschen hierzu verloren. Leider, leider, leider. Das ist nicht gut. Da müssen wir unbedingt dran arbeiten. Das sollte so nicht nochmal passieren. Wir besorgen uns jetzt ein bisschen Holz hier oben durch den Kauf dieser Landschaft. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir hier oben vielleicht die 600 Taler zusammenkriegen, dass wir hier an diese Crates rankommen. Vielleicht können wir da uns noch ein bisschen ein paar Sachen besorgen, die man wirklich braucht. Oder diese Provinz hier, die kostet auch über 600. Wie kostet die? Die kostet nur 200 und da ist nochmal jede Menge Holz drin, ne? Also da können wir noch mal, kommen wir nochmal ganz gut an Holz dran. Na gut. Okay, also. Das passen wir. So, das canceln wir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Neustart der nächsten Staffel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Es ist etwas, ich habe zu überhastet Häuser gebaut, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe sehr viel Platz für Leute, die ich jetzt gar nicht da habe, weil ich sie nicht verpflegt bekomme. Ich hoffe, dass das besser wird. Ich hoffe, dass meine Feldwirtschaft jetzt dann langsam aber sicher zu Buche schlägt, mir das die nötige Nahrung bietet, damit meine Leute durchkommen. Und dass wir dann noch, ja, besonders dadurch, dass wir dann jetzt hier vielleicht eventuell noch diese Provinz hier dazu kaufen, die kleine hier. Da kriegen wir dann nochmal jede Menge Holz raus vorerst, womit man ein bisschen den ersten Mal vielleicht den nächsten Fortschritt noch weiterkriegen. Bis denn. Tschüss.